Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. In diesem Video möchte ich gern eine Polynomsdivision durchführen. Bei dieser Polynomsdivision bleibt ein Rest. Die Frage ist, was machen wir mit dem Rest? Wie gehen wir mit dem Rest um einer Polynomsdivision? Bevor wir mit dem Beispiel starten, lass noch dein Like und dein Abo hier. Dann können wir auch gleich loslegen. Es ist folgende Angabe hier eben, 2z minus 2 plus 9z hoch 3 sollen wir dividieren durch 3z² plus 1 plus z. Wichtig bei einer Polynomsdivision ist, bevor wir mit der Division starten, müssen wir sowohl Dividenden als auch Divisor, also diese zwei Terme, nach absteigenden Potenzen ordnen. Das bedeutet, wenn wir uns hier diesen Dividenden anschauen, also diesen Term, dann ist 9z hoch 3, also dieses z hoch 3 ist die höchste Potenz, somit gehört das an erster Stelle. Die nächste höhere Potenz ist dann eben 2z, z hoch 1. Z² haben wir keins in dem Fall, somit gehen wir zur nächst höheren oder zur nächst niedrigeren, 2z, somit plus 2z. Und als letztes hier von diesem Term bleibt eigentlich nur noch dieses minus 2 übrig. Jetzt haben wir es in absteigender Form geordnet. Das gleiche müssen wir mit dem Divisor machen, also mit dem Term hier. Ja, 3z², also z² wäre schon die höchste Potenz, das steht schon an erster Stelle, das können wir dann gleich übernehmen. An zweiter Stelle gehört aber mit Sicherheit das z, weil das z eben eine höhere Potenz hat oder einen höheren Polynomsgrad wie nur dieser Einser. Somit plus z plus 1 wäre die richtige Reihenfolge. Jetzt können wir das Ganze dividieren. Beim Dividieren betrachten wir jeweils den ersten Ausdruck hier und den ersten Ausdruck hier und fragen uns, wie oft geht dieser Ausdruck in diesen Ausdruck hinein. Als Hilfe könntest du diesen Ausdruck herausnehmen und dividierst ihn einfach durch den zweiten Ausdruck. Ja, dann würde das hier entstehen. 9z hoch 3 dividiert mit Bruchstrich 3z². Und jetzt kennst du ja das Ganze schon aus dem Kürzen von Brüchen, dass wir hier diesen Dreier mit den neuen erkürzen können. Oben bleibt ein Dreier, unten ein Einser. Das z² kann ich natürlich auch kürzen, und zwar mit den hoch 3 hier. Und es bleibt oben eine wirklich nur 3z übrig, unten 1. Somit 3z wäre die Lösung dieser Division, wenn ich die zwei Ausdrücke einzeln dividiere. Und das ist auch unsere Lösung, die wir hier anschreiben. 3z. Jetzt muss ich natürlich noch einen Rest ermitteln. Das heißt, ich multipliziere diesen Ausdruck mit diesem Ausdruck. Also 3z mit 3z Quadrat ergibt natürlich unsere 9z hoch 3. Als nächstes muss ich aber auch alle anderen Ausdrücke mit diesem Ausdruck multiplizieren. Also 3z mit z ist 3z Quadrat, das Ganze positiv, also plus 3z Quadrat. Und dann noch 3z mit plus 1, das ist dann plus 3z. Jetzt ganz wichtig, jetzt kommt es zu einer sogenannten Vorzeichenänderung. Ich muss alle Vorzeichen hier ändern, werden eben zufälligerweise alle negativ. Und dann kann ich das mit dem oberen Ausdruck einfach zusammenzählen. 9z hoch 3 minus 9z hoch 3 ist natürlich 0. Dann habe ich hier ein minus z². Oben habe ich kein z², spielt keine Rolle. Ich addiere trotzdem, oben habe ich halt 0z², addiere das trotzdem zusammen und es kommt natürlich minus 3z² dabei heraus. Und dann habe ich ein minus 3z plus 2z. Das ergibt natürlich minus 1z und plus diesen minus 2, den ziehe ich auch runter, dann habe ich minus 2 hier stehen. Jetzt beginnt eigentlich das gleiche Spiel wieder von vorne. Ich überlege mir wieder, das ist mein erster Ausdruck, das ist mein erster Ausdruck, wie oft geht dieser Ausdruck in diesen Ausdruck hinein? Auch hier wieder könnten wir eine kleine Nebenrechnung machen, wenn du dir leichter tust. Also minus 3z² wollen wir dividieren durch 3z². Hier kürzt sich aber alles raus, es bleibt eigentlich nur überall ein Einser stehen, also kommt hier wirklich der Wert minus 1 heraus. Somit schreibe ich hier minus 1 an. Jetzt, um den Rest zu ermitteln, wieder das gleiche Spiel. Minus 1 mal 3z² ist natürlich minus 3z². Minus 1 mal z ist minus z. Und minus 1 mal plus 1 ist minus 1. Jetzt wieder unser Vorzeichenwechsel hier. Und ich addiere das Ganze zusammen. Hier kommt 0 raus. Hier kommt natürlich auch 0 raus. Minus z plus z ist auch 0. Und hier haben wir dann minus 2 plus 1. Ja, aufgrund des Vorzeichenwechsels. Und minus 2 plus 1 ist natürlich genau 1. Somit ist 1 unser Rest.
Diesen Einser kann ich natürlich jetzt nicht mehr durch diesen Ausdruck dividieren, da ja mein Polynomsgrad hier kleiner ist wie der Polynomsgrad des Divisors. Ja, somit bleibt dieser Rest hier stehen. Mein Ergebnis ist jetzt aber nicht nur 3z minus 1, sondern mein Ergebnis wäre auf jeden Fall 3z minus 1, aber auch 1, das Ganze positiv, plus 1 und durch diesen ganzen Ausdruck. Weil hier habe ich ja keine Division mehr durchführen können. Somit ist eigentlich das hier mein Ergebnis dieser Polynomsdivision. Wenn du dein Like und dein Abo noch nicht hier gelassen hast, jetzt wäre die beste Zeit dafür. Dann sehen wir uns auch gleich im nächsten Video.